Hey und willkommen zur 22. Folge von Sims 4 zusammen mit der Palette. Immer das Video bewerten und viel Spaß. Da, Clara mag mich. Ja, ja. Ja, aber warum? Die habe ich zehnmal ausgelutscht. Weil sie alt geworden ist? Weiß ich nicht. Ja, gut. Dann gehe ich jetzt hier weg. Und bin dann weg. Ja. Ich passe mich gerade dem Gesichtsausdruck meines Charakters an. Okay, das stimmt. Zurück nach Hause telefonieren. Ja. Und du auch, komm. Wir gehen nach Hause. Ach, du programmierst immer noch. Ja, aber das kann ich jetzt zu Hause weitermachen. Ja. Okay, tschüss. Tschüss. Bis bald, Leute. Die Party war spitze. So, traut es heim. Glück zu viert. Mit Wiesel. Instant am PC, nice. Warte, geh mal kurz auf Toilette, ja? Und unterhalte dich damit. Ja. Und dann, was ist... Du musst nicht mal kochen, da ist doch Gammelzeug. Geil. Und ich räume auf. Ach, ich bin so nett. Aber bevor ich das, warte, bevor ich das jetzt tue, was ich eigentlich vorhatte, das verkaufe ich, ja? Wo ist das zweite Buch? Da ist es. Nochmal lesen, bitte. Das wird Clemens bitte mal ganz kurz haben wollen. Willst du nicht von dem geilen Plan erzählen, den wir geschmiedet haben? Nee. Nicht? Nee. Warum? Ich bin natürlich vor, super gegen diesen Plan. Clara zu holen. Ich will Clara jetzt doch haben. Ich mag Rentner. Okay. Oh, aber toll. Ach, ja, Pizza. Schön machst Spitze. Du das. So, ein bisschen was geschlürft. Und deine Frau steht jetzt auf und du kannst jetzt erstmal hingehen und dein Kind treten. Leviten lesen. Nein, nicht treten. Und kennenlernen. Sie war, wie, hä? Sie muss ihn erstmal kennenlernen? Hochheben? Ja, ja, klar, die kennen sie nicht. Du, was du macht er denn? Ja, du musst ihm beibringen, dass es Pui Bebe ist. Ja, mach ich doch gerade. Oder moderne Kunst, die uns Millionen bringt. Ach, warte mal. Es geht nicht voll. Vampirgeheimnisse? Das dritte Buch. Ui. Ui. Gekauft, ja, weg damit. Lies das. So an die 30 Mal. Und dann trink. Du machst deine App weiter. Deine Frau kümmert sich um unser Kind. Guck doch mal, was das Kind braucht. Warte, der braucht... Der hat die Pizza aus dem Kühlschrank mitgenommen. Ja, lass ihn doch. Er ist noch ein Baby. Aber klick doch vielleicht einfach mal auf Bedürfnisse. Das Symbol. Ja. Genau. Genau, dann mach einmal, dass er Pipi macht. Baden bitte, beißen, Buch bitte, Getränk bitte, Hilfe. Windel. Genau, Windel bitte. Und dann mach das mit Dingens bei. Es geht wieder voll, er hat dahin ge... Ja, weil er dahin kackt! Och nein, wütend. Laute Nachbarn. Was? Yo! Was ist da denn wow. los? Wow. Windel, fass! Ist da... Ich glaube, das mache ich gleich echt. Was soll das denn? Ja. Gegen Tür trommeln. Nee, gegen Tür trommeln. Ja, ja. Ja, mach jetzt. Komm, du trinkst auch nichts. Du gehst da jetzt hin und suchst Stress. Genau. So. Was? Ganz im Ernst, wie laut sind die denn? Kommt her. So. Wütend über Lärm. Beschweren. Dann Vampir. Direkt rein. Direkt und? Rein. Nee, du musst direkt rein. Nee, ich trinke. Ich will noch nicht da rein. Ich will die leer lutschen. Ja, ja, aber wenn du drin bist, kannst du alle leer lutschen. Ja, aber ich habe ja schon ein bisschen, diese. Mir geht's ja gut. Ich muss kurz mal studieren. Ich wohne auch hier. Es tut mir ja leid, wenn dein Leben langweilig ist. Was? Vielleicht solltest du auch mal ausgehen und dich ein bisschen amüsieren. Ich amüsiere dir gleich mal eine, Alter. Wie heißt er? Keine Ahnung. Er ist abgehauen. Ja, du musst wieder jetzt rein. Er verwandelt sich? Ach, er kommt wieder raus. Was ein Trottel. Ja, Stufe 13. Ich glaube, jetzt kann ich schon wieder ein neues Buch holen. Oh. Der ultimative Vampir. Für $1000. Ich glaube, du musst gleich zur Arbeit. Kann das sein? Nee, ich hab frei. Nee. Vier Stunden. Schon wieder Montag? Oh. Stufe 14. Komm. Stufe 15, dann ist Ende. Geht's nur bis 15? Schon? Ja, 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 ja. Oh, krass. Komm schon, komm schon. Ich frage mich, ob da noch irgendwas Krasses passiert. Ah, dass es ein Getränk gibt, mit dem Vampire alle ihre Fähigkeiten zurücksetzen können. Er kann jetzt an der Bar den Trank der Neuordnung zubereiten. Wir brauchen eine Bar! Ich bin fertig. Maximierte Fähigkeit. Ich habe mein Studium beendet. Die Heilung. Ich kann mich heilen? Wow, was? Ich könnte wieder ein normaler Mensch werden.
und all meine Vorteile verlieren, ja. Ich habe übrigens mal geguckt, es gibt keine Werwölfe. Es gab bei Sims 2 Werwölfe. Ach, schade. Ja, ich wäre auch gern Werwolf. Hätten wir mal kämpfen können. Das wäre ein schönes Leben. Wir haben jetzt 7 Uhr. Ich muss in 3 Stunden zur Arbeit, aber das ist mir egal. Was? Denn ich werde... Oh, Durst. Ja, Putzchen. Oh! Hä? Oh! Alter. Ja, dauert wohl nicht mehr lang. Dann... Das ist ja mega krass. Ruf mal Clara an. Ich dachte... Warte! Was denn? Ich dachte den anderen Moloch. Ach so. Ja, der Moloch muss doch... Erzähl doch jetzt mal von dem Plan. Ja, also ich habe vor, dem Mann von Clara so lange leer zu lutschen, bis er tot ist und ich mir Clara einfach ran schaffen kann. Da ist sie. Und dann ist nämlich der Plan, meine Damen und Herren, das hatten wir schon mal durchklingen lassen in der Folge, sobald wir das Vermögen von Clara haben, dann werden wir umziehen. Dann gehen wir weg hier und holen uns ein richtig schönes Grundstück, ein richtig schönes Haus und dann, ach, das wird eine schöne Zeit. Haben wir ausgesorgt. Du mit deiner Clara, ich mit meiner Jade, vielleicht tauschen wir auch zwischendurch. Wir können mal ein bisschen tauschen, ja, das können wir machen. Vielleicht auch untereinander. Ach, ui. Nein! Mann! Ich bin doch cool! Ja, deshalb muss ja er, Manuel, der Plan ist, als erstes ihn aus dem Weg räumen, dann mit Clara reden. Sie ist einfach noch ein bisschen... Okay. Warte, bitten zu gehen? Ist das negativ? Ich bitte sie ja zu gehen. Ja, bitte. Ich hab einen Job, sorry. Aber darf ich den denn überhaupt anrufen? Warte, wer hat denn... Sie hat bestimmt eine neutrale Beziehung zu dem, oder nicht? Wo ist der denn? Die verstehen sich bestimmt gut. Hat es der Die kennen sich gar nicht. Was? Die haben doch mal geredet. Ich hab Post. Rechnung? Oh, was? Miete bezahlen. Lutsch die. Stimmt. Oh, ist das nur... Was? Wow. Hacker. Rechnung? Ja. 1400, Alter. Junge. Da, Björn. Der Björn. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Ja. Hallo, Björn. I-Beams, Palette. I-Beams, deine Palette. Und ich muss zur Arbeit. Musst du? Ah, jo. Ja. Oh. Ich muss auch zur Arbeit, hups. Mein Durst! Oh nein! Hey, nicht, dass ich dann nachher meine zur Arbeit. Björn, Mitarbeiter doch. Irgendwie... Doch, muss ich. Ich werde befördert. Da ist er! Ja. Komm. Sperr ihn ein! Lustig vorstellen. Ja, genau. Genau, schnell einsperren und dann... kann er da schon mal gammeln. Warte. Wohin denn? Ihr habt noch ein bisschen Platz. Ja, eigentlich pack schon. Ihn ins Kinderzimmer. Ins Kinderzimmer? Ja, stimmt, das wird eh nicht genutzt. Eben, da ist nur Erde. Ach Mist, der ist noch drin. Ja, dann nimm das Schlafzimmer. Ja, dann nehme ich die Ecke hier. Warte, vampirisch da hinlaufen. Und dann herrufen. Bin ich jetzt... Ich bin auf der Arbeit. Alter! Och nein, du hast ihn geprankt. Oh, er geht rein. Aber er ist noch da. Ja, warte, er kann ihn in die Falle locken. Geh aus seinem Bett. Lock ihn da rein. Nehmen wir das Zockerzimmer nur, falls... Stellen wir einen PC irgendwo hin. Ich ruf den. Warte. Dein Sohn macht das. Dem bringen wir das mal ein bisschen bei. Ich glaub nicht, dass er ihn rufen kann. Komm, der kann ihn bestimmt rufen. Ja. Sehr schön. Schön machst du das, mein Sohn. Und dann... Dein liebhaben? Oh. Nee, er kann ihn nur liebhaben. Ja, aber vielleicht kommt er. Nein. Doch. Sperren, schnell ein! Warte. Er will reagieren. Warte, komm mal. Ich kann ihn jetzt auch so lange aufhalten, bis ich jetzt gleich von der Arbeit wiederkomme. Ich arbeite ja nur 3 Stunden gefühlt. Hä? Katzenkatastrophe. Manuel war Vollzeit bei Diva als Katzenblogger angestellt, als eine neue Katze Popularität erlangte. Er muss entscheiden, ob Diva immer noch die beste Plattform für... Ist Diva YouTube? Scheinbar. Für seinen Blog ist oder ob es Zeit wird, zu Fellknäuel zu wechseln. YouTube für immer. Ja! 200 Follower. Nice. Geil. Das war mein Plan, geht auf, ein internationaler Internet-Superstar zu werden. Björn? Nein. Björn? Nein. Oh, Gott sei Dank. Björn will. Nein, Björn. Björn, warte. Tschüss, Björn. Und Björn, schon wieder Musik. Was ist denn da? Was ist denn das für eine Liebeshölle da drüben? Da willst du hin, ne? Ja, was geht denn da ab? Kein Plan, ich kann nicht reingucken. Ich muss los. Nein. Björn! Mehr Auswahl, freundlich, zuschauen. Oh Gott, er ist abgehauen. Kommt er wieder? Ich weiß es nicht. Björn? Ich denke nicht.
Der kann doch nicht eine Stunde, bevor ich wiederkomme, gehen. Ja! Batz! Befördert zu Nischen-Broadcaster. Oh, 41 mehr pro Stunde. Alter! Ja. Lustiges Meme-Beginn. Was? Yo. Okay, guck einmal mal, ob machen, du, bitte. Ob du krasser werben kannst jetzt. Ach so. Ein Placement? Ja. Nee. Oh. Schade, aber ich mach mal. Oh Gott, guck dir den Aslak an. Der ist eine einzige Katastrophe. Keiner kümmert sich um den, nicht mal die Frau. Ich kümmere mich immer um den. Ja, aber Papa muss die Brötchen verdienen. Guck mal, ich habe ihr schon 10-mal gesagt, dass er ihr was geben soll. Windel benutzen. Okay. Was? Guck dir das oben rechts an. Das war so schlecht, dass es schon wieder gut war? Ich habe ein Meme erfunden und 15.000 Follower bekommen. Wie viele Follower brauchst du denn jetzt? 1 Million? Milliarden? Warte, wo bin ich denn da? 100.000! Krass, aber das geht eigentlich schnell, oder? Ja. Oh, geht nicht. Spamme deine Follower nicht. Kannst du die abschließen? Ja, klar. Oh Mann, das sieht aus wie ein Bunker. Abschließen für jeden außer Manuel. Das ist mein neuer Keller. Geil. Wer ist das? Alter, du bist wieder zurück. Ich wurde nicht befördert? Och Mann. Nee. Du musst, Alter, was zur Hölle? Oh Gott. Und danach unbedingt was essen. Hab ich Björn? Sekunde mal, was ist mit Björn? Der wollte gleich da sein. Ach so. Der stand da oben rechts. Oh ja. Ich hab auch Durst, also das passt. Björn? Ja, ja. Erstmal muss er da rein. Da. Ja. Schnapp ihn hier. Komm her. Schnapp dir die Beute. Klopf, Klopfwitz. Ja. Da lachen immer alle, wenn ich das mache. Ja, ich auch. Klopf, Klopf, wer ist denn da? Na, der Manuel, wer denn sonst? Ja, ja. Einmal Hallo sagen, komm. Bring ihn in den Daku. Ja, ja. Vampirisch hier hinlaufen, herbeirufen. Oh, ja. Björn, komm mal her. Komm her. Ich will dir was zeigen. Aber ich muss die Tür öffnen, damit er reinkommt. Ja, er kommt nicht, er kann nicht her. Ja, genau, dann schließ sie für alle auf. Björn, komm mal her. Und jetzt schnell wieder nach da hinten laufen. Und jetzt, Prank, ich bin weg. Alter, herbeirufen. Ja. Björn, ich hab hier was. Komm doch einmal ganz kurz. Ich mach meinem Schal, Björn. So, schnell raus. Die Sicht verändern. Und die Tür für jeden außer Manuel zusperren. Ja. Und jetzt kann ich endlich loslegen und... Warte. Lutschen. Und also, einmal einen ausgiebigen Trank rauslutschen. Genau. Ja. Und einsam ist er auch nicht, weil der hat ja hier das Bild. Stimmt, der kann das mit dem. Das darf der auch nicht quatschen. Verkaufen, weil sonst kriegen wir Ärger von den Vermietern. Ja, komm her. Björn, ich hab da was für dich. Hui. Überraschung. Hier eine kleine Überraschung für dich. Ja, lecker Schmecker. Und das war nicht das letzte Mal. Okay. Dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind wir beide verlinkt. Wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann.